Steckt ein Haufen Gedanken immer dahinter, logischerweise, bis dann eben so ein Aufgebot stand. Und jetzt gehen wir noch führen in den Sturm. Auch dort schauen wir uns wieder zweistufig an. Erste Stufe wäre die da. Da haben wir von Davos, von Zug, von Lugano, von Servet und von Kloten Spieler mit dabei. Ich schaue zuerst mal wieder rüber. Ihr könnt heute immer einfach hinwerfen, was euch so durch den Kopf geht. Also gerade so spontan fällt mir irgendwo der Alessio Bertaccia. Mir ist aber völlig bewusst, der hat ein Goal geschossen bis jetzt. Find ihn persönlich aber einfach unglaublicher Powerflügel, extrem viel Energie, macht unglaublich Druck aufs Goal, wo ich das Gefühl habe, das könnte er auch international sehr gut umsetzen. Und ja, mich würde es freuen in Zukunft, wenn vielleicht Alessio mal ein Aufgebot überkommt. Ja, absolut guter Input. Ich kenne Alessio sehr gut. Ich schätze ihn sehr als Spieler. Er hat einen absoluten Powerflügel, wie du das sagst. Und er ist auch taktisch besser geworden. Er macht bessere Entscheidungen mit den Scheiben. Er ist immer noch am Wachsen. Ich glaube, in Lugano ist es sehr schwierig für ihn zur Zeit. Er hat nicht so viel Eiszeit. Er kommt nicht über die 11, 12 Minuten raus. Was schade ist für ihn eigentlich. Er könnte mehr spielen. Ich glaube, er könnte größere Rollen übernehmen. Und sobald er diese Rolle vielleicht an einem anderen Club hat, wird er auch noch besser und dann wird es vielleicht früher oder später auch länger. Jetzt schauen wir noch, was dann noch dazu kommt von Zürich und von Bern aus. Ein ziemlicher Schübel, 8 Spieler, wenn es mir recht ist. Ja, genau. Hasmoser, Rüfenacht, Scherwe, Baltisberger, Herzog, Sutter, Schäppi. Es gibt dann auch noch einen harten Fight. He? Die, die dann allenfalls schon wieder abreisen müssen. Ja, die kommen im zweiten Teil rauf. Es ist eine gute Mannschaft. Wie gesagt, es fehlen auch noch Verletzte. Bürgler ist verletzt, Brunner ist verletzt, Joel Wermin ist verletzt, Gehring ist verletzt hinten dran, wo zurzeit auch nicht kommen. Also, ich sehe es selber. Ich glaube, es hat jedes Aufgebot verdient, das dort drauf steht. Und es hat noch andere, die drauf sein könnten. Darum, die Qual der Wahl ist da. Wir sind ja ein bisschen simpel, wenn wir so Sachen anschauen, dieses Aufgebot, dann nehmen wir das Aufgebot vom letzten Jahr für und dann haben wir gemerkt, ja, Bodemann und Tanner Richard wären zwei, die letztes Jahr mit dabei waren, sind das mal nicht dabei gewesen. Da kann man, glaube ich, den Tanner Richard ein bisschen abkürzen. Der ist selber genug selbstkritisch, dass er sieht, okay, im Moment hat er jetzt nicht gerade den positiven Lauf. Beim Simon Bodemann ist es vielleicht ein bisschen, muss man es vielleicht ein bisschen spezieller noch anschauen. Bodi, ich habe mit ihm telefoniert. Ich weiss, was der Bodi kann. Er wird sicher am Spengler dabei sein. Und er ist so ein wertvoller Spieler für die Mannschaft, weil er kann alles. Er ist offensiv eigentlich gefährlich, er ist defensiv sehr gut, er ist ein PK-Spieler, er kann Powerplay spielen. Er weiß, wo er dran ist. Und er muss sich da nicht grosse Sorgen machen, warum er jetzt so nicht aufgeboten ist.